Hey ho, meine Lieben, ich hab's nicht geschafft. Ich hab Schatz davon nicht abbringen können, ihren heiß geliebten Kartoffeltopf von Smoking Beast Barbecue, dass ich den halt was anderes gemacht hätte, aber sie will den heute an ihren Ehrentag unbedingt wieder haben. Also machen wir eine neue Kategorie auf. Altbewährtes frisch gemacht. Und hört sich doch gut an. Ja, das ist die neue Kategorie. Und das Video heißt Kartoffeltopf nach Smoking Beast Barbecue. Wieder mal, so ungefähr. Und als allererstes habe ich hier grobe Bratwürstchen. Und die werden jetzt draußen erstmal schön geräuchert. So richtig hardcore. Geh mal raus. Hier glühe ich gerade ein paar Kohlen vor. Einfach damit es nachher besser raucht. Und die Box füllen wir jetzt gleich auf. Da schmeißen wir dann einfach die Kohlen drüber. Ein bisschen was nebenhin. Und naja, ihr werdet es gleich sehen. Aber gehen wir gerade auf die andere Seite rüber. Hilfe. Was nehme ich heute? Ich habe hier noch Whisky, Chunks, Chips, genau, von Axtschlag. Die füllen wir jetzt hier erst einmal ein. Und wenn ein paar Kohlen dann neben die Box fallen, dann schmeiße ich einfach noch ein paar von denen drüber. Und zusätzlich schmeiße ich hier noch ein paar Mesquite-Pellets rein. So, und wenn das nachher jetzt nicht gleich gescheit qualmen tut, dann weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir bloß noch warten, dass die Kohlen soweit durchglühen. Also richtig hardcore. Das hat das letzte Mal auch gut funktioniert. So, jetzt muss ich dann bloß gucken, dass ich mich nicht selber mit einräuche gleich. Box tun wir ganz hinten hin. Tja Leute, übertreibe ich das? Ja, ganz bestimmt übertreibe ich das. Aber das ist ja auch gewollt. Ich habe keine Zange da. Egal. Schmeiß mal ein Würstchen hier drauf. Und nachher werden die dann noch richtig schön angegrillt, dass die gleich mal von Haus aus eine ordentliche Farbe haben. Weil dann sieht es nachher dann in dem Topf auch wesentlich geiler aus. Deckel zu und räuchern wie verrückt. Da raucht. Warum raucht es jetzt schon wieder so? Ich habe hinten noch mal Chunks nachgefüllt und Leute, ich habe ja gesagt, ich übertreibe es ganz gewaltig heute. Ich habe die Würstchen auch einmal umgedreht. Und naja, lassen wir es noch ein bisschen rauchen. Die müssen richtig rauchig schmecken heute. So Leute, das hat aufgehört zu räuchern. Und die Würstchen sehen mal richtig gut aus. Die tun wir jetzt runter. Und dann bereite ich den Grill soweit vor, ja, dass wir die Würstchen noch mal kurz schön angrillen. Bevor es nachher dann drinnen weitergeht. So, die sehen doch mal gut geräuchert aus. Dann hätten wir jetzt schon die Kohlen drin und wir grillen jetzt, boah, der Rauch, die Würstchen einfach noch mal schön an von beiden Seiten. Und wenn die soweit angegrillt sind, geht es dann drinnen weiter.
Und Leute, ich habe nachgeschaut, das letzte Mal, wo ich den Topf gemacht habe, das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Die Zeit vergeht, das ist Hammer. Echt der Wahnsinn. Ja, schön angrillen von beiden Seiten und wenn ich sie wieder vom Grill runterhole, hole ich euch wieder dazu. Gewendet habe ich sie schon mal. Und ja, ich denke, das sollte reichen. Das reicht auf alle Fälle aus. Es geht ja hauptsächlich darum, dass die Würstchen eine schöne Farbe haben und schön nach Rauch schmecken. Und das sollten sie definitiv. Ja. Also die Würstchen sind gut. Müssen innen nicht einmal ganz durch sein, weil die kommen ja noch in Topfen mit rein. So Freunde, mittlerweile haben wir wieder Besuch, deswegen ein bisschen Gelaber im Hintergrund, aber das ist ja uns hier wurscht. Wir machen einfach weiter. Heute sind wir ziemlich nah an dem Rezept dran von Bernd, weil wir nehmen heute auch vom Beef Party der Schweinerei, was es leider auch nicht mehr gibt. Letztes Mal habe ich ja das Ofer verwendet vor 2 Jahren. Also ihr könnt es ja im Prinzip nehmen, was ihr möchtet. Schön einwürzen und ordentlich durchkneten, einmassieren. Oh, zeig doch mal die Schwarzwälder schnell her. Das, gib mir mal einen Teller schnell. So gut leben die. Die ja. Ganze. warte. Oh, so sieht die aus. Ist die nicht wieder schön geworden? Sehr geil. Sehr geil. Gut. Aber weiter geht's mit dem Fleisch. Kaffee? Ja. So. Noch ein bisschen. Weil viel mehr außer der Gemüsebrühe an Würze kommt ja nicht rein. Und mir fällt gerade auf, wir haben ja die Übersicht gar nicht gemacht. Fleisch, fertig gewürzt. Hier haben wir ein Bacon. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, einen Gelderländer Bauchspeck gehabt. Zwiebeln, Gemüsebrühe. Unsere schön geräucherten Bratwürste, unsere groben, die Kartoffeln, die können wir eh gleich als nächstes nehmen. Den Topf habe ich ganz liebevoll mit Bacon ausgekleidet. Sieht der nicht gut aus? Jetzt ist der Kaffee schon wieder leer. Wieso? Ist das Fleisch jetzt richtig massiert? Ja, das ist ganz gut gestreichelt worden. So, dann tun wir unten gleich mal eine schöne Schicht von den Kartoffeln rein. Da können wir noch ein bisschen was von dem Gewürz drüber streuen. So, dann hauen wir die. Na, machen wir die erste Schicht Bacon rein. Also zusammenbauen können wir den ja relativ so, wie wir lustig sind. Tun wir ein paar Zwiebeln rein. Man muss ja nicht 100% jedes Mal alles gleich machen. Kommt auf alle Fälle das Fleisch da rein. Auf das Fleisch verteilen wir unsere Bratwürstchen. Und langsam füllt sich der Topf. Da hauen wir jetzt dann unseren Bacon fertig drauf. Leute, Mengenangabe, keine Ahnung. Viele Kartoffeln, viele Bratwürste, viel Bacon, mindestens 3 Zwiebeln,
genau. Dann tun wir oben drüber unsere restlichen Kartoffeln. Dann kommt unsere Gemüsebrühe hinzu. Schatzi, du bist der Weinexperte. Machst du diesen wunderbaren Gerhards Weißwein auf, den wir übrigens vom Bernd haben. Oben noch ein bisschen was von dem Gewürz wieder drüber. Dann kommt jetzt bloß noch der Wein gleich rein. Und nach dem Wein müssen wir eigentlich noch das Topping machen. Ja, das müssen wir noch herstellen. Das haben wir noch gar nicht. Schatz, schrei Stopp. Halbe Flasche halt. Halbe Flasche halt, ja, dann können wir noch einen Schluck. Ups, das war fast die ganze. Nee, eine dreiviertelige. Sieht man hier schon was von der Flüssigkeit? Nein, dann kann ich noch was von der Brühe hinzugeben. Mach schnell noch mal ein Stückchen, weil der muss in den Kühlschrank. Nein. Ich hab da noch Das sollte ausreichen. Dann machen wir jetzt als nächstes das Topping und klatschen wir dann drauf. So Leute, und schon hat es wieder geklingelt, der nächste Besuch anscheinend. Wir haben hier jetzt einen Schmand am Becher, den tun wir hier jetzt mit rein. Ach, Post war's. Ja. Also über was die sich im Hintergrund unterhalten, Leute, das wiederhole ich jetzt nicht. Ja. Dann ein Becher Creme Fraiche. Ja, der flutscht ganz rein. So. Und dann tun wir hier noch ein bisschen Sahne rein. Machen eine riesen Sauerei hier wieder. Und jetzt brauche ich noch einen schönen Pfeffer. Schauen wir mal, ob ich hier was finde. Ach, hier, Pfeffermühle. Bunter Pfeffer. Nach Geschmack wird da eben gewürzt. Jeder so, wie er mag. So. Noch eine Prise Salz mit rein. Ja, also das Topping so machen, wie ihr das wollt. Und das Licht da hinten geht schon wieder aus. Hurra! Jetzt muss ich schauen, ob ich da noch einen Schalter habe. Man kann auch noch ein bisschen von dem Gewürz, was man genommen hat, drüber. Aber dann ist gut. So, und das verteilen wir hier jetzt schön hier drüber. So. Dann schnappen wir uns den Bacon. Wo war der erste? Keine Ahnung. Und den klappen wir hier nach innen. Das braucht sie für ihren Newborn. Ja. Scheibe für Scheibe. So, Freunde, dann wäre der Topf soweit gefüllt. Deckel drauf und ja, dann sehen wir uns draußen wieder, ob jetzt in der Grillkota oder am Dutch-Ofentisch. Schauen wir mal, aber ich denke, ich stelle das in der Grillkota, ja, auf den Grill. Ja, Freunde, da lassen wir jetzt die Kohlen erstmal schön anbrennen, bevor wir nachher gleich den Topf draufstellen. Und hier dürfen auch die Kohlen etwas enger liegen. Ja, die meisten werden es ja schon wissen. Von unten kommt ja immer schön Frischluft nach, also dürfte das Ganze kein Problem sein. Also hierin sind immer noch keine Kohlen ausgegangen unterm Topf. Ich mache mir jetzt gar keine Gedanken, auch wenn ich jetzt den Topf draufstelle, dass die nicht durchglühen. Deswegen stelle ich den jetzt dann schon mal einfach drauf. Oh, verdammt, ist der wieder schwer. So. Und wisst ihr, was ich jetzt nämlich mache?
Oh, jetzt vergesse ich den Topf hier einfach mal für 2-2,5 Stunden. Ich muss noch mal nachgucken, was die empfohlene Topfzeit war. Gut, ich werde zwischendurch mal nach den Kohlen gucken und mal reingucken auch vielleicht. Aber in der Zwischenzeit gehe ich Auto basteln. Jo, einfach so. Weil, ganz ehrlich, bei so viel Weibervolk vorne, ja, ergreift man freiwillig die Flucht. Mhm. Tja, Leute, ziemlich exakt eine Stunde später. Kohlen glühen schön. Es brodelt leicht. Ich gucke da jetzt aber nicht rein. Ich bin im Werkstatt-Look. Ja, gerade Antriebswellenmanschette gemacht an meinem Auto. Naja, gut. Noch eine Stunde und dann feuere ich noch mal ein paar Kohlen an und lege die noch oben drauf. So Leute, es blubbert und brodelt noch. Das werde ich mal als gutes Zeichen. Und ich werde jetzt hier nebendran so einen Anzünder reinfeuern und noch ein paar Kohlen zusätzlich anglühen, dass wir noch ein bisschen Dampf von oben machen können. So. Ja, brodelt wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, Leute, die Kohlen liegen oben drauf. Jetzt lassen wir es noch so, ja, knappe halbe Stunde liegen. Und um 20:20 kann dann gegessen werden. Aber da sehen wir uns da drinnen. Ich bringe schon mal die Cam rein und hole nachher den Topf einfach hinterher. So, Leute, dann hoffe ich mir, dass ich... Dann hoffe ich mal, dass ich mir jetzt nicht die Finger verbrenne. Ja, riechen tut's gut, aussehen tut's gut. Dann nehme ich mir hier jetzt gleich mal eine Ladung raus und mache für euch das Probiererle. Kartoffeln, Kartoffeln, Fleisch. Bisschen Bacon, Würste. Ja, David, was soll ich sagen, ohne den Druck aufzubauen? Ups! Alles drauf, was man braucht. Tja, Freunde, wenn zu viele Leute da sind, dann weiche ich halt mal eben schnell in den Flur aus. Von unten ist der Teller ziemlich heiß. Und jetzt probiere ich wirklich zum ersten Mal die geräucherten groben Bratwürste. Heiß ist es einmal. Kartoffeln auch durch. Fleisch auch lecker durch. Ja, dann würde ich mal sagen, tue ich jetzt schön gemütlich essen. Fazit, nachmachen ist es wert. Ich hätte ein bisschen mehr Gewürz noch rein tun können, aber ansonsten sehr lecker. Leute, wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ciao, Ikowski. Mama.